Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Saarbrücken TV. Wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar werden wir der Steuerverschwendung in Saarbrücken nachgehen. Wir zeigen euch alle Orte, die unnötig sind oder Gebäude, die unnötig sind, wo wirklich ihre Gelder verschwendet wurden. Und hier sind wir auf der sogenannten Soda-Brücke. Was die Soda-Brücke ist und was der Bund der Steuerzahler dazu zu sagen hat, das sehen wir gleich. Dein Saarbrücken, das Radio Saarbrücken Stadtgeschehen. Wird präsentiert von Jäger Jung Orthopädie Saarbrücken. Wir machen Sie mobil. Sie benutzen hier die sogenannte Tote Brücke. Sie wird ja auch Soda-Brücke genannt. Kennen Sie den Begriff Soda-Brücke? Also ich nicht, nein. Nein. Ist die sogenannte, das heißt so, ja? Weil es eben... Super. Genau, so ist es. Unnötige Brücke, denn unnötige hier Brücke. Genau. Sie sind ja schon ein bisschen älter wie ich. Ja. Wie lange gibt es die Brücke schon? Ich schätze mal 40 Jahre. Ja, hier sollte wohl mal ein Industriegebiet hin und das hat es dann nachher nicht gegeben. Genau, und mit der Anbindung genau, zu St. Arnold. Genau, dann hat man die Brücke gebaut genau. Und war unten. Die Saarländische Landesbibliothek, ja. Hier hat man auch Steuerverschwendung in großen Stil betrieben. Hier hat man das Ganze umgebaut. Geplant waren Erweiterungsmaßnahmen von 10 Millionen Euro. Was hat das Ganze letztendlich gekostet? 30 Millionen Euro. Also man hat mal gesagt, so 10 Millionen hat man da mal gesagt, aber letztendlich waren es 30 Millionen. Das finden wir für eine richtig herbe Steuerverschwendung. Das hätte man besser kalkulieren können, bessere Kosteneffizienz durchführen können. Deswegen nehmen wir 30 Millionen Euro in unseren Steuerbarometer mit auf. Ja, die Fechinger Talbrücke, ich denke in den Medien ist darüber viel berichtet worden, aber wir haben noch einen richtig interessanten Zusatzeffekt. Die IHK hat nämlich eine Erhebung gemacht, was die Sperrungen, die Umleitungskosten betragen. Und zwar sind sie zu einem Ergebnis gekommen von 50.000 Euro pro Tag. 50.000 Euro pro Tag. Und der Verein, der Steuerzahler, geht sogar davon aus, dass man diese Zahl verdoppeln kann. Dann wäre man bei 100.000 Euro pro Tag, die die Umleitung und Sperrungsmaßnahmen für die LKWs kosten. Das ist schon ziemlich heftig. Also, man sieht, man hat hier noch ein bisschen was zu tun, der ein oder andere. Das stellen wir immer wieder fest, wenn insbesondere bei Bauprojekten, die Kosten aus dem Ruder laufen. Genau, also Projekte, die mit 10 Millionen geplant sind, auf einmal. Also ich bewerte das als sehr negativ, weil man diese Gelder einfach deutlich besser und effizienter einsetzen kann. Das muss man wirklich differenziert betrachten.